Vorgestern hat mich jemand auf YouTube an was erinnert. Wie man Matrizen netter multiplizieren kann, das wollte ich Ihnen noch mitteilen. Wenn ich eine, sagen wir, Matrix mit 3 Zeilen und 4 Spalten habe, was kann ich da überhaupt jetzt dran multiplizieren, rechts? Was muss für diese Matrix rechts, die ich daneben schreibe, gelten? Genau, die muss 4 Zeilen haben, so und so viele Spalten, egal, aber sie muss 4 Zeilen haben, sonst klappt das mit der Multiplikation nicht. Und es gibt jetzt den folgenden Trick, man schreibt diese zweite Matrix, den zweiten Faktor, nicht direkt dahinter, sondern da drüber. Sowas. Ich brauche jetzt 4 Zeilen, 1, 2, 3, 4, sagen wir 5 Spalten, damit wirklich alle Zahlen da verschieden sind an Zeilen und Spalten. Das ist ein Trick. Erster Faktor, den dahin zu schreiben, den zweiten Faktor nach oben zu schreiben. Das Produkt, das Ergebnis der beiden. Was, wie viele Zeilen, wie viele Spalten hat das Produkt? Ja, 3 mal 5, 3 Zeilen, 5 Spalten, 3 Zeilen, 5 Spalten. Jetzt sieht man hoffentlich schon das Muster. Das ist viel übersichtlicher, als wenn man diese beiden Faktoren direkt hintereinander schreibt. Um jetzt zum Beispiel den hier auszurechnen. Im Ergebnis, den Eintrag in der zweiten Zeile, vierte Spalte, nehme ich die zweite Zeile aus dem ersten Faktor, die vierte Spalte aus dem zweiten Faktor, berechne der mal der plus der mal der plus der mal der plus der mal der und kriege den raus. Ist deutlich übersichtlicher, weil sie sofort schon in der richtigen Zeile und in der richtigen Spalte sind. Um den hier auszurechnen, im Ergebnis erste Zeile, zweite Spalte, nehmen Sie die erste Zeile links, die zweite Spalte darüber. Mal sehen, das liegt sofort hier im Fadenkreuz, da kommt das Ergebnis hin. Der mal der plus der mal der plus der mal der plus der mal der, alle aufsummiert, dahin schreiben. Das ist so ein grafisches Rezept sozusagen für das Matrizenprodukt. Etwas übersichtlicher als das, was ich gezeigt habe.